Hallo und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und mit einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So wie versprochen geht's heute weiter mit der Quest Schachzug der Dame. Rede mit Dreize Huadif. Genau, das machen wir doch jetzt mal. Wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich sehr, sehr zum Schluss freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Würde mir alles sehr, sehr helfen. Und ich probiere auch immer eure Fragen schön zu beantworten. So, aber jetzt würde ich sagen, genug gequasselt und weiter mit der Quest. Du bist 13 Huadif, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Oh, der ist aber grimmig. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh Gott. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Okay. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Okay. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen. Bevor ich was trinken gehe. Okay. Das heißt praktisch, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Land der Raketenwürmer. Da war es ja auch so, wenn jetzt, da waren komische Würmer unter die Erde und sobald du dich bewegst, das haben die durch diese Schallwellen, was du praktisch erzeugt hast, wenn du gegangen bist, haben die im Boden, haben die dich praktisch, mit so einer Art so nah oder sowas, haben die dich scannen können, wo du bist, und dann haben die dich halt geschnappt. Und ich denke mal, das könnte hier auch so sein. Ist für mich eigentlich schon fast ein Easter Egg. Naja, dann würde ich sagen, wir speichern auf jeden Fall mal und schauen mal, ob wir dieses Vieh töten können. Ich habe es ja schon mal gesehen. Da hatte ich ja schon vor ein paar Folgen mal erzählt von denen. Und die sind wirklich komplett krass. Das Schöne ist, wir können nichts herstellen. Außer die komischen Schockdinger da. Wir haben keine Lorbehälter. Ich weiß nicht, ob das was hilft, ob wir den vielleicht irgendwas abschießen können oder so. Ich muss mir das mal angucken jetzt. Auf jeden Fall werde ich mal probieren, stillzuhalten, dann, wenn das kommt. Ob es mich denn sieht oder nicht. Okay, erledige die Maschinen. Die Maschinen im Pass. Sehr schön. Also sind das mehrere. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, dass. Okay. Dass alleine wären. Wie komme ich jetzt am besten runter? Von hier aus. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen, Leute. Also die und die Donnerkiefer, glaube ich, sind so die krassesten.
komme ich nicht mehr hoch, oder? Wenn ich hier runterspringe? Scheiße. Wahrscheinlich triggert es auch nicht, wenn ich hier nicht runtergehe. Okay, es hilft aber nicht. Ich muss hier runter. Aber kann ich vielleicht ein Reittier rufen, was mir ein bisschen hilft? Reitmaschine kann aktuellen Ort nicht betreten. Vielleicht kann ich mich hier verstecken. Mir auf jeden Fall mal mein Zeug mal mit hier noch. Okay, da vorne ist es. Ich werde mal schauen, kann ich nee, hier ist kein Punkt anscheinend, wo ich mich verstecken könnte. Das wäre natürlich geil, wenn ich jetzt gleich mal einen sauberen Schuss versetzen könnte. Da oben könnte ich mich verstecken. Na komm, Steinbrecher Stufe 23. Normalerweise dürfte er nicht so schwer sein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Kommt natürlich genau hierher. Boah, kommt doch nicht hier hoch, oder was? Geh hoch, komm. Ey, Leute. Nicht rumbacken, nicht rumkacken.
glaube, hier ist gar keine schlechte Position. Runter. Hier trifft er mich eigentlich nicht. Sehr gut. Ekliges Vieh. Nein, das ist... Scheiße. Bums. Yo, Baby. Iha. So, wir können unsere Fallen wieder einsammeln. Und füllen uns gleich wieder auf. So, kannst du mir bitte mal einen Lurebehälter geben? Wie wär's denn? Ich brauche Lure. Lure. Die Steinbrecherlinse, die werde ich aber auch mitnehmen, weil die werde ich bestimmt noch brauchen. Das heißt, Inventar, Rohstoffe und schmeißen Wüstenglas, schmeißen wir weg. Kriegen wir nicht so viel Post schon. So. Nehmen wir noch unsere Drähte mit. Und wo sind wir denn jetzt hier auf Karte mäßig? Da unten wird es rausgehen, gell? Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen umgucken, ob es hier nicht noch Schönes gibt. Was hier? Ist das ein Ding drin gewachsen oder was? Ein Felsen drin gewachsen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Na, war ja klar. Ich glaube, ich muss wirklich mal mehr mit Tränken arbeiten. Weil ihr seht ja, Tränke kriegt man eigentlich ganz gut hier in dem Game. Oh, du. So, jetzt ein Handtuch ran, hinlegen und ein bisschen baden gehen. Hier hinten. Das ist grünes. Okay. Kann ich nicht nehmen. Okay, Leute. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber da hochrennen, porten wir uns schnell hin. Das geht eigentlich recht fix. Also bestimmt schneller als zu Fuß.
Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Hallo, ich bin Aloy. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, es wird bestimmt da unten gewesen sein, wo wir gerade eben waren. Sind aber auch noch ein paar Krokodile da. Also die Outfits sind schon echt geil gemacht in dem Game. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Irgendwas kommt jetzt hier gleich. Okay, Soldaten. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Okay, let's fight. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Kann ich mich gleich verstecken hier? Ein paar Fallen wären nett. Nee, ich hab nicht mehr so viele. Aber ich hab Schockdrähte ohne Ende. Wie wär's mit einer Überraschung für Sie? Können wir einrichten? Hast du wirklich keine Fallen, kleine Jäger? Die kann ich aufstellen, bis ich umfalle. Und das machen wir jetzt auch. Hinter diesem Fels. Der Draht ist nicht dran. Noch nicht. So, wo ist sie? Da, okay. Da sind sie. Wir zeigen es ihnen, ja? Das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Ja, ein paar Fallen da stehen sind noch. Mehr. Mach dich bereit. Klar. Oh Gott. Nein, wann trifft er denn den nicht? Also. Los hier. Ist doch alles easy going. Ich will's nicht beschreien, aber ich glaube, das war's. Ja, wenn's das war, tue ich meine Dinge wieder einsammeln.
Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Oh mein Gott. Zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Oh, nee, schon wieder. Wollen die mich verarschen? Mann, womit ich gegen Scheiß kämpfen da? Sehr, sehr geil. Gegen das Riesenvieh da. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und werde ihn jetzt erledigen, aber werde es halt dann zusammenschneiden oder dass ihr halt den Rest von dem Kampf zum Schluss noch seht. So, wenn es euch dann ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen. Schaltet doch wieder ein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.